Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Maker, meine Damen und Herren. Heute mit einer weiteren 20-Sekunden-Challenge, weil das haben wir ja schon lange nicht mehr, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall schon mal falsch. Das ist aber irgendwie... Nee, wahrscheinlich brauche ich da den Boost schon mal von den freundlichen Herrschaften da an der... an der Wand, diese freundlichen Herrschaften da. Die hätte ich sehr wahrscheinlich gebraucht. Das ist, Ich hatte lange dieses Gefühl von 20-Sekunden-Challenge nicht mehr, deswegen... Ich meine, was im Prinzip wird es ja mal wieder Zeit. Da hätte ich wahrscheinlich schon wieder Walljumpen müssen. Den Sprung muss ich sehr wahrscheinlich irgendwie... Okay. Hammer Bros, ja. Hammer Bros in der 20-Sekunden-Challenge. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, das wird wahrscheinlich jetzt... Ich habe das Gefühl, dass das zu sehr, sehr viel Ärger führen wird, was jetzt hier gerade, was ich da gerade gesehen habe. Aber vielleicht täusche ich mich auch ausnahmsweise mal, toll. Ich meine, das hier jetzt die, keine Ahnung, wie viel ist das jetzt, die ich mache? Sechste oder so? Und das Problem bei diesen Dingern ist natürlich dann jedes Mal, dass ich präzise sein muss. Also jetzt nicht für mich das Problem, sondern das Problem, die Aufgabe im Level ist natürlich präzise zu sein. Und wenn dann aber genau das da passiert, dass dieser Hammer genau da ist, ja, wahrscheinlich muss ich das einfach nur richtig timen. Wahrscheinlich war ich einfach nur eine Sekunde zu spät. Kann ich jetzt nur vermuten, ansonsten... Wenn das nämlich jetzt random ist, mit dem Hammerbruder, das wäre natürlich jetzt, das wäre eine Katastrophe, oder? Für eine 20-Sekunden-Challenge sowas wie Hammer Bros. Einzubauen, ist zumindest gewagt. Also das glaube ich auf jeden Fall. Ne, wir lassen uns mal noch überraschen. Noch haben wir ja nichts verloren, außer, shit. Das hätte ich wahrscheinlich... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die... Ach, warte mal, kann es sein, dass ich den Powerblock mitnehmen muss und ich da runterstoßen muss und mit dem Powerblock dann die Hammer Bros. Da kaputt schlagen muss? Es kann sein, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass das der Fall ist. Moment, das wird natürlich dann das Problem Hammer Bros. Auch direkt mal in Luft auflösen. Wenn ich das jetzt so mache und dann hier quasi, ja, das dann natürlich jetzt irgendwie, eine Möglichkeit in schnell. Und so dann die Hammer Bros. Dann loswerde. Das vermute ich mal, ist das, was ich machen muss. Aber ich hoffe es, weil das hieß dann nämlich, dass ich jetzt eine Idee habe. Vorbei, was bringt mir eine Idee, wenn ich mich dann so anstelle? Das ist dann die nächste Frage. Das hieße, dass ich eine Idee habe und auf jeden Fall schon mal irgendwas planen kann, weißt du? Oder geplant habe, was natürlich... Also, häufig in 20-Sekunden-Challenge ja relativ am Anfang erstmal das Problem ist, dass ich erstmal keine Ahnung habe, was ich überhaupt machen muss. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt das machen, das sieht verdammt gut aus. Das sieht richtig gut aus, das sieht richtig gut aus. Wie viele... Shit, nein, diesen dummen Spin-Jump hätte ich gerade nicht machen sollen. Das war eine so eine Sekunde, wo ich mir, keine Ahnung, so ein Hirnfurz, aber ist egal, das sieht bis dahin ordentlich. Ich hoffe, dass danach jetzt nicht noch irgendwas kommt, dass ich mich in irgendwas getäuscht habe, das wäre sehr, sehr schade, das würde mir das Herz zerreißen. Das war zum Beispiel ziemlich dämlich, ja, toll. Das Problem bei diesem, ist egal, nee, nicht Problem, wir machen toll, ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Habe ich tatsächlich, sonst würde ich es nicht dauernd machen, also... Ja, das ist natürlich dann immer so die Sache, dass man wirklich präzise sein muss. Das ist ja die verfickte... Redet irgendwas von präzise sein und macht dann das. Daran merkst du, weißt du, wir haben es mit einem richtigen Profi zu tun, aber ich meine, das wissen wir ja mittlerweile alle. Zur Genüge, oder nicht? Also... Warum würde ich da jemanden jemals irgendwie fallen lassen? Das geht doch gar nicht. Also, auf geht's. Wir machen das jetzt und wir machen das gut. Hab ich schon mal gesagt, dass wir das jetzt machen? Das Ding ist, normalerweise würde man gar nicht denken, dass das so schwer ist. Das ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Das Schwere daran ist, und das ist das Coole daran, dass ich es in 20 Sekunden machen muss. Ich bin großer Fan von Speedruns und das ist wahrscheinlich einer der großen Gründe, aus denen ich diese Level so gerne mag. Ich mache die eigentlich schon fast zu selten, aber auf der anderen Seite bin ich dann, wenn ich eins geschafft habe, in der Regel auch froh, dass ich es erstmal hinter mir habe. Aber ne, bis jetzt geht's noch. Bis jetzt ist alles im Rahmen, meine Damen und Herren. Fuck! Das war eigentlich gar nicht mal so scheiße, glaube ich jetzt. Ich habe das vorhin so gut geschafft, einmal, aber nur einmal. Und seitdem natürlich nie wieder. Und das ist jetzt wieder die Aufgabe, das wieder herzuführen, sodass wir es immer schaffen. Das ist das große Ziel, erstmal. Und dann sehen wir weiter. Shit, kann ich nicht bitte einfach mal aufhören, da dran hinzuhängen? Das wäre schön, wenn ich das nochmal schaffen würde. Irgendwie, eine Möglichkeit immer, das wäre noch schöner, meine Damen und Herren. Aber das wäre schon wieder 7 Schritte zu weit, glaube ich. Das Problem ist, dass ich jetzt gerade das Gefühl hatte, dass das schon relativ nah am Ende des Levels war, als ich das gerade einmal geschafft habe. Und dass ich mich jetzt ärgere, dass ich da nicht mehr hinkomme, weil wenn das wirklich das Ende des Levels war und ich das nur wegen diesem einen Spinjump da gerade eben verkackt habe, anstatt einfach den Sprungknopf gedrückt zu halten, so wie ich es eigentlich die ganze Zeit vorher getan habe, dann das wäre das schon... Fuck, Norbert, das kann doch nicht sein, dass ich den Sprung jetzt nicht mehr schaffe. Warum schaffe ich das? Das ist jedes Mal dasselbe in diesen scheiß 20-Sekunden-Leveln, dass ich irgendwann an einen Punkt ankomme, den ich einfach nicht mehr schaffe. Obwohl es eigentlich keine verfickte Aufgabe ist, davon dabei auch nicht vergessen. Aber dann wieder das Thema, keine Gedanken machen. Keine Gedanken darüber machen, was wir hier tun. Einfach das verfickte Level, das gibt's doch gar nicht. Warum?
Mich würde mal interessieren, bei all den 20-Sekunden-Challenges, die ich bis jetzt gespielt habe, gab es in irgendeinem dieser Level irgendwann nicht den Punkt, an dem ich gesagt habe, warum mache ich das jetzt einfach anders? Ich verstehe nicht. Fuck! Ich verstehe nicht, was ich... Das Ding ist, wenn ich jetzt noch wüsste, wenn ich jetzt rekonstruieren könnte, was ich beim ersten Mal richtig gemacht habe, dann wäre ich einen guten Schritt weiter, aber das kann ich leider nicht mehr. Jetzt hänge ich hier fest. Das ist ja toll. Dann müssen wir das halt so machen. Sag mal, nein, das gibt's doch gar nicht. Ohne Scheiß, das enttäuscht mich gerade fürchterlich. Ohne Scheiß, sehr sogar. Das sind dann so die Level, weißt du, die dann irgendwie dafür sorgen, dass ich irgendwann mal, wenn ich meinen Death Counter angucke, der übrigens tatsächlich existiert, dass ich da sehr, sehr, sehr verzweifelt drauf blicken werde, weil ich einfach offensichtlich, ohne Scheiß, es einfach verlernt habe, diese eine Sache, die ich einmal gemacht habe, nochmal zu wiederholen. Das ist unglaublich. Warum ist das menschliche Hirn, vielleicht ist es auch nur mein Hirn, wahrscheinlich ist es nur mein Hirn, warum ist mein Hirn nicht dazu in der Lage, das jetzt einfach nochmal zu machen? Ich verstehe das nicht. So, aber das Problem ist, dass ich jetzt erstens Zeit verschwendet habe und drittens, dass ich diesen dummen Spinjob da wieder drin hatte. Den sollte ich vielleicht einfach wirklich komplett aus meinem Inventar streichen. Für diese Art von Level jedenfalls, für den Moment. Wobei, auf der anderen Seite braucht man den vielleicht dann irgendwann wieder und dann, keine Ahnung, hat man das Problem, dass man wiederfinden muss. Fuck, das gibt es nicht, dass ich dazu nicht mehr in der Lage bin. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ech. Ist so frustrierend, wenn man dann da sitzt und genau weiß, dass man das schon gemacht hat. Uns einfach eigentlich nur nochmal machen muss und es dann einfach nicht mehr hinkriegt. Ich hab's ja schon gemacht. Es ist nicht so, als hätte ich das hier noch nicht gemacht. Aber deswegen ist dadurch, dass ich da jetzt gerade gestoppt habe, gehe ich mal davon aus, dass das zum Beispiel schon wieder falsch ist. Ich gehe nicht davon aus, dass ich hier die Zeit habe zu stoppen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich diese Zeit nicht habe. Nee, ich habe sehr wahrscheinlich diese Zeit nicht, aber das ist wirklich das Ende des Levels gewesen. Und ich muss noch irgendwo diese eine Sekunde sparen, dass ich das noch schaffe. Das wird spaßig jetzt. Diese eine Sekunde, das wird meine Aufgabe. Ich darf hier eigentlich nicht stehen bleiben, aber warum habe ich es irgendwann mal hingekriegt, aber jetzt nicht mehr? Ich verstehe das nicht. Vielleicht muss ich früher springen. Das ist wirklich irgendwie erstaunlich, dass ich das hier... Ich kann das tausendmal machen. Wenn ich irgendwas, keine Ahnung, nicht kann oder was, stört mich das teilweise weniger, als wenn ich weiß, dass ich irgendwas gemacht habe. Weil so ärgere ich mich nicht über das Level, sondern über mich selbst. Und das ist noch schlimmer. Weil ich das Gefühl habe, dass ich es eigentlich... besser und anders machen können sollte. Da muss ich wahrscheinlich einfach nur drüber springen, ne? Wenn ich da so durchspringe, dann bin ich wahrscheinlich am Ziel. Aber dann ist die Frage... Ich habe nämlich gesehen, dass da vor der Flagge auch die ein oder anderen Todeskreuze waren, quasi. Todeskreuze. Ja, nennt sich Friedhof, du Scherzkeks. Das ist ja irgendwie... was habe ich jetzt gerade gesagt? Das ist mich sehr, sehr frustrierend, dass ich offensichtlich nicht mehr dazu in der Lage bin, das wirklich zu rekonstruieren. Weil ich bin dazu in der Lage, das weiß ich. Und so ärgere ich mich über mich selbst und das ist noch schlimmer als alles andere. Sich über sich selbst zu ärgern, ist das Allerschlimmste auf dieser Erde, glaube ich. Also für mich zumindest, sehr nah dran. Warum bin ich eigentlich so verfickt nochmal doof, ey? Das sind dann die Sachen, weißt du, dann schaffst du es irgendwann mal und dann verkackst du so einen dämlichen Schwachsinn. Das ist wirklich, das sind die Level, in denen du wirklich lernst, was für Fehler du verfickt nochmal warst. Wie unfähig du eigentlich wirklich bist. Das sind wirklich die Level. Und ich mag es dafür auch noch. Das ist das Problem. Komm jetzt. Wir müssen das jetzt schaffen. Ich habe wahrscheinlich schon wieder viel zu viel Zeit verloren, um das überhaupt noch schaffen zu können. Warte, jetzt springen, springen, springen. Yes! 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 Ha! So, geht doch. Das ist, okay, wenn ich einen Plan habe, den ich einfach nur ausführen muss, ist alles okay. Und der klappt dann irgendwann mit der Zeit auch noch. Das wäre natürlich jetzt gemein gewesen, wenn jetzt irgendwie, wenn die Zielflagge da ist, wieder verzaubert worden wäre oder so. Das wäre der Knaller gewesen, Alter. Ja, ganz knapp. Aber guck mal da, mir fehlen 17.000stel Sekunden, Alter. Gar nicht mal so schlecht. Aber der eine Typ da war noch langsamer. Dann geht's ja eigentlich noch. Nächstes Level, heilige Scheiße. Erstens haben wir natürlich schon lange keine Level mehr von Yoshi gemacht und zweitens Peace-Switch-Run. Das wird absolut glorreich. Das wird absolut glorreich. Ich weiß, dass ich frustrieren werde, aber das macht gar nichts. Weil ich bin ja gerade in dem 20... Ich muss jetzt hier nicht ernsthaft warten, oder? In dem 20-Sekunden-Ding da nicht auch schon genug frustriert, deswegen können wir das ja ruhig nochmal machen, weil... die Erinnerungen sind ja so... Oh nein. Oh, schön. Ich meine, bis jetzt geht's noch. Das Level hat auch eine Abschlussrate von 6%. Ich mag das eigentlich, wenn... Ich mag das eigentlich, wenn Leute so eine komplette Welt machen, also ein komplettes Spiel im Grunde genommen. Ich habe von dem Yoshi ja die komplette erste Welt, Level 1 bis 1.5, schon komplett durchgespielt, für die Leute, die sich erinnern. Und jetzt machen wir weiter, meine Damen und Herren, mit P-Runs. Danke, Yoshi. Meine Katze hat beste Dienste geleistet. Ich weiß noch nicht, warum meine Katze einen Avatar eines Menschen hat, aber irgendeinen Sinn wird das schon haben. Ich werde nachher mal fragen, Backstage und so, weißt du? Ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Moment, nein. Muss ich doch nur noch...
genau das machen. Okay, Gott sei Dank. Hab ich erstens mir richtig gemerkt und zweitens richtig gemacht, überraschenderweise. Wie lang ist dieses Level, ist jetzt die Frage, ne? Das ist denn jetzt die Frage, die... Die Frage, die sie... Oh nein, da unten ist Eis. Oh nein, da unten ist Eis. Das heißt, das wird jetzt auch noch schwerer, ja? Dann geht's ja doch eigentlich, nicht? Also, oder eisendlich. Ah, warum will ich jetzt da sterben? Das ist jetzt wieder die Frage. Jetzt kommen wieder die Sachen, wo ich mich über mich selbst aufrege. Und das ist immer schlechter. Und das haben wir ja gerade auch nicht zu Genüge, meine Damen und Herren. Deswegen muss das jetzt nochmal passieren. Das muss eindeutig nochmal passieren. Aber wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Und zwar präzise und souverän. Warte mal, da hinten ist der nächste P-Switch. Das heißt, hier ist auf jeden Fall schon mal gut. Das Problem ist nur, dass ich jetzt Eis habe. Aber bis jetzt hat das ja mit Eis Gott sei Dank nicht allzu viel zu tun. Oh, Gott sei Dank. Das war sehr beruhigend. Aber ein cooles Level eigentlich, oder? Also ich meine, für so einen P-Run relativ machbar, sag ich mal. Und demnach natürlich auch vollkommen in Ordnung. Alles, was machbar ist, ist natürlich vollkommen in Ordnung. Alles, was nicht machbar ist, ist eine Katastrophe. Ist am Ende von jedem Level dann Yoshi? Habe ich gar nicht drauf, beziehungsweise ist es auch mittlerweile so lange her, dass ich das letzte von dem gespielt habe. Keine Ahnung mehr. Machen wir noch eins von ihm? Da können wir nachgucken. Also, nächstes. Wobei wir scheinbar besser aufpassen sollen, was wir tun. Also, Attenzione, liebe Leute. Wir müssen gucken. Auge, oh nein. Das geht... Ja, toll, danke. Verfickten... Lakitus und verfickten Chainchomps auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend los. Ich werde sterben. Ja, das ist korrekt. Hab ich gemacht. Also, überraschenderweise auch. Ich weiß, es ist faszinierend, dass ich das jedes Mal wieder schaffe, aufs Neue zu versagen und so, aber ich kann das, glaub mir. Bin ich ordentlich drin. Also zumindest, wenn um Mario Maker geht, weil... Warum würde ich da jetzt auch noch zweimal hintereinander reinrennen? Das ist jetzt schon wieder die Frage. Warum würde ich da schon wieder reinrennen? Das ist eigentlich auch wieder die Frage, weil... Ich glaube, ein durchschnittlich intelligenter Mensch würde normalerweise aus seinen Fehlern lernen. In meinem Fall heißt das dann eher, dass ich, keine Ahnung, alle noch schlimmer mache. Das ist doch schön. Ich meine, gehört ja auch so ein bisschen unterhalten dazu, von daher. Das Ding ist, ich muss doch eigentlich nur noch hier rein. Danke, geht doch. Warum mache ich mir das immer so schwer? Jetzt bitte Power-Up, danke. Aber das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ohne Scheiß, wenn ich das jetzt gebrauche, aber ist auch egal. Das wäre dann... Wäre die Rache der Sith gewesen, meine Damen und Herren, die natürlich auch was mit mir zu tun haben, ist ja ganz klar. Also, da gibt's ja wohl hoffentlich niemanden, der daran zweifelt. Ich gehe besser unten lang, ne? Ja, ich gehe besser unten lang. Oben lang wäre ich sehr wahrscheinlich noch mehr verzweifelt. So wie ich mich kenne und dieses Spiel einschätze und dieses... Entschuldigung? Muss ich jetzt hier lang? Hier muss ich auch nicht lang. Was soll ich denn machen? Ist ja alles zu. Moment, ich sag mir bitte nicht, dass das hier alles zu ist. Ah, okay, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt aber auch ziemlich gemein gewesen. Hi. Oh. Nee, nicht mit mir. Und kein Yoshi am Ende. Das war ja eigentlich der Grund, aus dem ich das jetzt nachgeguckt habe, meine Damen und Herren. Hat der funktioniert, Alter. Haben wir ja nochmal so gerade eben Glück gehabt. Guck auf die Uhr. Jetzt, wo ich frage, muss ich auch noch eins machen. Dann machen wir ein bisschen länger. Ist ja nicht so schlimm, im Zweifel zumindest. 25 Sekunden Weltrekord. Das ist mal wieder nur halb so schnell wie ich. Geht ja eigentlich, ne? Und dann machen wir nur eins. Ja, gucken wir uns doch nochmal das Haus vom jodelnden Disco-Dwarf aus Dänemark an mit seinem Vollbart. Warum auch nicht? Du hast ein bestimmt schönes Zuhause, mein Freund. Also, wir müssen das Ganze jetzt... Eigentlich müssen wir das jetzt auseinanderreißen. Was steht hier? Disco-Dwarf. Ja, sehr schön. Muss ich irgendwo hin? Ich kann ja einfach... Okay. So würde ich auch noch wohnen. Wunderschöne Einrichtung. So viel Grün und so viele Sterne, meine Damen und Herren. Das ist ja toll. Aber dafür Eislevel in der Wohnung. Das ist jetzt eine Disco. Ja, klar, ist der Disco-Dwarf. Natürlich hat er eine eigene verfickte Disco. Entschuldige mal. Wer, wenn nicht er? Heilige Scheiße. Mit einem brennenden Herzen, Alter. Das war sicherlich für uns und für euch. Also, was? Hype. Ja, Hype, Alter. Hype. Hype-Train. Und so. Was? Ach nee, Moment. Das ist, glaube ich, nur ein Rückweg. Ne? Ich muss jetzt irgendwie hier... Die Musik ist Gott sei Dank nicht aufdringlich. Ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie hier drüber kommen, ohne dass ich hier runterfalle, würde ich jetzt mal vermuten. Und ich werde dran sehr wahrscheinlich ja. Warum eigentlich? Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich sowas mache, dann mache ich es mit verfickter Ansage. Und dann aber auch noch genau in dem Moment, in dem ich sage. Weil man könnte ja theoretisch mal warten, irgendwie eine Sekunde damit, dass man scheitert, aber stattdessen... Irgendwas passiert hier gerade. Adieu. Guten Flug auch, wo auch immer du hingehst, mein Freund. Hi. Samba tanzende Bowsers, ja. Okay, ich habe offiziell alles gesehen. Was geht hier so schönes? Okay, danke. Du hast so ein wunderschönes Zuhause, ne? Boss, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Goomba. Wir kriegen wieder alles, wir kriegen wieder alle Power-Ups. Sogar ein Helm.
Wir kriegen sogar ein Power-Up und ich gehe davon aus, dass ein Goomba kommt. Das ist, ohne Scheiß, ich mag die Level von dem, auch wenn sie nicht sonderlich schwer sind. Ich mag's. Ich habe zumindest immer zu lachen. Was? Gimmel? Gimli. Best. Dwarf. Okay, danke. Danke für den Hinweis. Was auch immer, Alter. Wir haben es geschafft. Damit bin ich zufrieden, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr auch. Ist das seine Hütte? Ich glaube, das ist seine Hütte. Wunderhübsch. Es ist einfach nur wunderhübsch. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich fühlte mich unterhalten. Sagt mir in den Comments Bescheid, welche Level ich spielen soll von euch, von euren Freunden, von anderen YouTubern, anderen Levelmakern, die ihr mögt, kennt und so weiter und so fort. Kreative Level und so weiter. Immer her damit. Hätte ich sehr viel Spaß dran. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Umbre, ja. Oh, mit einem flammenden Herzen der Kettensägenkreis.